Hallo zusammen und willkommen. Nervige Pickel, Hautunreinheiten, Akne. Fast jeder von uns hat damit schon einmal in seinem Leben zu kämpfen gehabt. Wenn dir die nervigen Pickel auch auf die Nerven gehen und du endlich ein reines Hautbild bekommen möchtest, bist du hier genau richtig. Wir verraten dir nicht nur, wie du die lästige Akne wieder los wirst, sondern auch noch, wie du dabei viel Geld sparen kannst. Um keine neuen Gesundheitsvideos zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. In Drogerien und Supermärkten wirst du vielleicht schon entdeckt haben, wie enorm kostspielig Produkte zur Pflege der Haut und zur Beseitigung von Unreinheiten sind. Kein Wunder, denn jeder möchte die nervigen Pickel schließlich loswerden und genau deshalb sind die meisten auch bereit, dafür viel Geld auszugeben. Dabei gibt es einige bewährte Hausmittel, die mindestens genauso effektiv gegen Akne wirken. Oft ist die Wirkung sogar noch besser, da es sich bei den Hausmitteln um natürliche Stoffe handelt, die deutlich weniger Hautirritation verursachen und viel weniger Nebenwirkungen mit sich bringen. Wir empfehlen dir, folgende 10 Hausmittel einfach mal auszuprobieren, da sie den meisten Erfolg versprechen. Probier sie einfach aus und mit Sicherheit wird eines davon zu dir und deinem Alltag passen. Einige der Tipps sind echte Klassiker, die wahrscheinlich schon vor hunderten Jahren genutzt wurden. Andere hingegen gelten noch als echter Geheimtipp, von dem kaum einer gehört hat. Lass dich inspirieren und ziemlich sicher wirst du ein paar der Hausmittel mit Sicherheit griffbereit haben. Tipp Nummer 1: Aloe Vera. Die Aloe Vera findest du als natürliche Pflanze vor allem im Mittelmeergebiet in Indien oder auch in Mexiko. Sie gehört zu den am vielfältigsten einsetzbaren Pflanzen überhaupt. Weiterverarbeitet kannst du Extrakte aus der Aloe Vera Pflanze essen, trinken und wer hätte es gedacht, eben auch als Gel für dein Gesicht verwenden. Aloe Vera wirkt nämlich entzündungshemmend und antibakteriell und eignet sich somit bestens, um deine Haut von lästigen Pickeln zu befreien. Außerdem helfen Bestandteile der Pflanze auch noch dabei, dass deine Haut sich besser von den Unreinheiten erholt. Hole dir also eine solche Pflanze und drücke das Gel ganz einfach aus dem Blatt heraus. Schon hast du das perfekte Hausmittel gegen Akne. Tipp Nummer 2: Honig. Beim Frühstück landet er wahrscheinlich auf deinem Brot, bei der Gesichtspflege und im Kampf gegen deine Pickel vielleicht auch schon bald auf deiner Haut. Kein Scherz, Honig kann wirklich dabei helfen, die nervigen Mitesser loszuwerden. Vor allem zur Vorbeugung eignet sich Honig, da er besonders stark dabei ist, Pickel am Wachsen zu hindern. Sobald es unter der Haut kribbelt, kannst du den Honig demnach getrost aus dem Vorratsschrank herausholen und damit die entsprechenden Stellen in deinem Gesicht abtupfen. Zusätzlich kannst du den Honig auch beim Anrühren einer eigenen Gesichtsmaske verwenden, um damit dein Hautbild generell zu verbessern. Zudem ist Honig einer der am längsten haltbaren Lebensmittel überhaupt. Das bedeutet, dass du dir ein Glas Honig auch dann gut für deine Gesichtspflege anschaffen kannst, wenn du auf dem Brot lieber andere Aufstriche bevorzugst. Tipp Nummer 3: Heilerde. Statt eine fertige Gesichtsmaske zu kaufen, in der sowieso Heilerde enthalten ist, kannst du ordentlich Geld sparen und die Maske selbst zusammenmixen. Heilerde findest du in jedem Drogeriemarkt und außerdem günstig im Internet. Gib die rohe Heilerde in einen Becher, mische Wasser hinzu und verrühre beides, bis du eine cremige Paste hast. Diese trägst du auf deinem Gesicht auf, lässt sie 20 bis 30 Minuten aushärten und befreist dein Gesicht anschließend wieder von der Kruste. Wenn du das einmal pro Woche wiederholst, wirst du schon nach ein paar Wochen merken, wie deine Haut weniger anfällig für Akne wird und du ein sichtbar reineres Hautbild bekommst. Tipp Nummer 4: Knoblauch. Normalerweise lagert er in der Küche und sorgt meist dafür, dass dich niemand mehr küssen möchte. Wenn der Knoblauch jedoch aber zur Bekämpfung von Pickeln in deinem Gesicht landet, so könnte er sogar für mehr Küsse dank deines verbesserten Hautbildes führen. Der Knoblauch beinhaltet Stoffe, die eine entzündungshemmende Wirkung haben. Ähnlich wie den Honig kannst du den Knoblauch daher gerade in der Anfangsphase nutzen, um das Ausbreiten von weiteren Hautunreinheiten einzudämmen. Funktioniert übrigens ganz einfach. Knoblauch aufschneiden, auf die kritischen Zonen in deinem Gesicht auftragen und trocknen lassen. Danach gründlich abwaschen und fertig. Diese Methode kannst du mehrfach am Tag wiederholen. Tipp Nummer 5: Zitrone. Und schon wieder können wir dir hier ein Hausmittel ans Herz legen, das du normalerweise in der Küche finden wirst. Der Saft einer Zitrone hat nämlich eine reinigende und vor allem desinfizierende Wirkung. Diese hilft dabei, Pickel zu beseitigen oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Die Anwendung ist denkbar einfach. Zitrone aufschneiden, auspressen und den Saft auf die Haut tupfen.
Allerdings ist es ratsam, dabei vorsichtig vorzugehen, da der Zitronensaft nicht nur aggressiv im Geschmack, sondern auch aggressiv in der Wirkung ist. Hautirritationen können dabei also schnell auftreten. Tipp Nummer 6, ein Dampfbad. Ein Dampfbad kann nicht nur bei einer Erkältung helfen, sondern auch bei Akne. Fülle deinen Wasserkocher mit 1-2 Liter und gieße das gekochte Wasser in einen Kochtopf oder eine große Schüssel. Anschließend hältst du deinen Kopf 10-15 Minuten über den Topf oder die Schüssel. Damit der Dampf nicht entweicht, solltest du dabei ein Handtuch über deinen Kopf und das dampfende Wasser hängen. Hier nun ein kleiner Bonustipp. Wenn du ein paar Beutel mit Kamillentee in den Topf hängst, kann die Wirkung des Dampfbades noch verstärkt werden. Kamille ist nämlich für seine beruhigende und gleichzeitig antibakterielle Wirkung bekannt. Da Pickel immer durch Bakterien entstehen, kann der Kamillentee in deinem Dampfbad bei der Vorbeugung weiterer Hautunreinheiten helfen. Tipp Nummer 7, Teebaumöl. Bei deinem nächsten Ausflug in den Drogeriemarkt solltest du unbedingt nach Teebaumöl Ausschau halten. Denn auch diese unscheinbare Flüssigkeit wirkt Wunder gegen die nervtötenden Mitesser im Gesicht. Geh sparsam damit um, damit Irritationen auf der Haut verhindert werden. Gib nur einzelne Tropfen auf ein Wattepad, um damit die betroffenen Stellen im Gesicht abzutupfen. Anschließend kannst du das Öl über Nacht in die Haut einziehen lassen. Sollte deine Haut grundsätzlich empfindlich sein, empfehlen wir dir, das Öl bereits nach 15 Minuten abzuwaschen, um unnötige Reaktionen zu verhindern. Tipp Nummer 8, Backpulver. Der Griff in den Vorratsschrank kann auch bei diesem Tipp lohnen. Backpulver wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit zu Hause gelagert haben und das ist auch gut so. Denn selbst wenn du nicht vorhast zu backen im Kampf gegen nervige Akne, kann dir das Backpulver unterstützend zur Seite stehen. Am besten benutzt du es schon im Vorfeld, um die Gesundheit deiner Haut grundsätzlich zu verbessern. Wenn du häufig Pickel hast, dann hat deine Haut gleichzeitig auch oft einen niedrigen pH-Wert. Das bedeutet, dass der Säurehaushalt deiner Haut nicht optimal ist. Und genau dabei kann dir das Backpulver helfen. Rühre das Backpulver mit Wasser zu einer dickflüssigen Paste an und streiche sie dir ins Gesicht. Lass die Creme einwirken und spüle dein Gesicht danach wieder ab. Tipp Nummer 9, Salbeiöl. Akne ist oft mit entzündeten Stellen auf der Haut verbunden. Das ist nicht nur optisch nervig, sondern tut in erster Linie auch weh. Doch auch dabei können günstige Hausmittel helfen. Schnapp dir Salbeiöl und Olivenöl und vermische diese beiden Öle miteinander. Auf 100 ml Olivenöl kommen dabei 10 ml Salbeiöl. Beides musst du zusammenmischen und dann mit einem Wattepad auf die entzündeten Stellen der Haut auftupfen. Wenn du das regelmäßig wiederholst, wird sich die Entzündung schon bald reduzieren und die damit verbundenen roten Stellen werden auch weniger. Tipp Nummer 10, Apfelessig. Apfelessig gehört zu den ältesten Hausmitteln überhaupt. Frag einfach mal deine Großeltern, selbst sie werden dir das bestätigen können. Zur Anwendung benötigst du nichts leichter als das ein paar Tropfen Apfelessig. Den Essig verteilst du im Anschluss mit einem Wattepad auf den von Hautunreinheiten betroffenen Stellen und lässt ihn dann nur kurz einwirken. Im Essig sind antibakterielle Stoffe enthalten. Diese können dabei helfen, die Akne loszuwerden und in erster Linie die Entstehung neuer Pickel aufhalten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es erstaunlich viele Mittel in deinen eigenen vier Wänden geben wird, die du im Kampf gegen die Pickel einsetzen kannst. Ob Backpulver, Honig oder Zitronensaft, das alles liegt mit großer Wahrscheinlichkeit sowieso schon bei dir zu Hause rum. Warum die entsprechenden Dinge nicht also nutzen, um gegen Akne vorzugehen? Praktisch ist außerdem, dass du bei der Nutzung von den hier eben aufgeführten Hausmitteln auch auf sämtliche chemische Bestandteile verzichtest. Und das wiederum kann dafür sorgen, dass du dich über weniger Hautirritationen ärgern musst. Denn wir wissen ja alle, je natürlicher ein Produkt ist, desto verträglicher ist es auch. Und das gilt bei der Anwendung auf der Haut und im Gesicht besonders. Wichtig an dieser Stelle ist nochmal der Hinweis darauf, dass nicht jedes dieser Hausmittel im gleichen Umfang bei dir wirken wird. Dein Körper funktioniert nun mal anders als der anderer Menschen und auch deine Haut ist ein Organ, das nicht wie das deiner Mitmenschen tickt. Jeder von uns reagiert anders auf die Tipps, die hier aufgeführt sind. Sei bei den ersten Anwendungen deshalb vorsichtig und teste zunächst an einer kleinen Stelle, wie dein Körper und insbesondere deine Haut auf das entsprechende Mittel reagiert. Wir hoffen, dass wir dir ein paar Tipps geben konnten, die du ausprobieren wirst, um damit die nervigen Pickel endlich aus deinem Leben zu verbannen. Lass gerne von dir hören und erzähl uns, welcher Tipp dir am meisten geholfen hat. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.